Hey Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Heute kommt der zweite Teil vom Devilstick Beginner Video. Letzte Woche, am Samstag, um 16 Uhr, gab es den ersten Teil. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, werde ich euch ihn rechts oben verlinken. Und jetzt geht es im zweiten Teil weiter. Im ersten Teil ging es auf dem Boden schon los, also machen wir jetzt in der Luft weiter. Ich würde euch vielleicht empfehlen, als erstes mal in der Luft den ganzen so zu halten. So, dann kann man da auch ein bisschen rumwerfen so. Einmal mal hochwerfen, dann mit einer halben Umdrehung oder mit einer ganzen. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. So, aber dann als Ausgangspunkt brauchen wir ihn dann so. Da sollte man die Handstäbe so ungefähr wieder in der Mitte von den beiden Hälften haben. Und dann kann man, wenn man jetzt Rechtshänder ist, würde ich empfehlen, wieder mit der rechten Hand anzufangen, erst links und dann mit der linken Hand. Das heißt, ich bin jetzt Rechtshänder, also fange ich mit der rechten Hand an. Und wie macht man das jetzt? Man hat den Stab hier drauf, den Double Stick, und dann zieht man einfach die linke Hand weg. Und muss aber dann mit der rechten Hand gleich rüber gehen. Also man hat den hier, geht mit der linken Hand weg und dann muss man den so hin und her tun. Was ist jetzt einfacher? Also es ist wichtig, dass ihr immer versucht, so in der Mitte möglichst zu berühren und rüber zu beschleunigen. Und dann ist aber auch wichtig, dass ihr nicht zu viel beschleunigt, weil sonst wird es zu viel. Weil wenn ihr zu viel beschleunigt, dann ist es irgendwann so hier so ganz hektisch und das ist nicht der Sinn der Sache. Also versuchen in der Mitte und dann mit eher kräftigeren und weiteren Bewegungen und Beschleunigungen das Ganze zu bewegen. Also wir fangen wieder so an hier und dann immer versuchen langsam das Ganze, dass man hier so anfängt und dann gleich langsam rüber. Man kann ihn dann ruhig auch mal, wenn er jetzt hier auf dem Stab ist, auch mal so ein bisschen so weit in die Mitte gehen, dann wirft er so ein bisschen rüber, man hat wieder mehr Zeit und dann lässt man wieder langsam nach drüben beschleunigen. Also nochmal, hier in der Mitte nehmen, dann den Stab mit der schwächeren Hand wegziehen und den hin und her tippen. Wie solltet ihr das von der Höhe jetzt machen? Also natürlich nicht hier oben am Kopf oder bei der Brust. Eher die Arme so locker lassen, so auf Hüfthöhe und dann das Ganze hier anfangen. Und dann hin und her. Und immer schauen, dass man da berührt, so in der Mitte ziemlich. Aber bevor man jetzt eher weiter zu oben berührt, eher weiter zu mittig. Weil dann hat man wieder noch mehr Zeit. Das war jetzt mal der Anfang vom Devilstick. Ich werde die nächsten Wochen wahrscheinlich noch andere Devilstick-Videos bringen. Noch ein paar Tricks und Tipps. Aber wenn euch das Video jetzt gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt auch gerne noch beim letzten Video vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ich euch sehr empfehlen würde, da ihr dann besser Bescheid wisst und schon meine Folgen habt. Und wenn ihr noch Vorschläge für Jonglage-Tricks, also mit Bällen-Tricks oder so mal wieder welche wollt und da auch Vorschläge habt oder Tricks, die ich euch erklären sollte, weil ihr sie vielleicht noch nicht versteht, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhelfen dann. Bis zum Samstag um 16 Uhr. Bis dahin, ciao.